Hey, wie geht's euch? Ja, ihr kennt das Problem, ne? Oder auch nicht. Es gibt ja so Tage, da ist da nichts mehr dran. Ist aber auch gut so. Also deswegen macht man es ja. Und ja, viele von euch bauen vielleicht ein Aquasystem an oder verwenden mehrmals verwendbare Materialien wie Ceramis oder andere Sachen. Ja, es gibt ja urviel, was man verwenden kann. Ich persönlich bin ein Freund der Erde. Es gibt auch da natürlich dann noch verschiedene Bewässerungssysteme, aber ich mag Erde. Ich mag einfach, ich finde bei Aquasystemen, da fehlt mir was im Geschmack nachher. Ja, aber das ist nur meine bescheidene Meinung, da hat jeder seine eigene. Und worüber ich heute mal kurz mit euch labern wollte, ist, wie oft kauft man eigentlich seine Erde oder nach wie viel Mal ja, macht man das eigentlich? Nach jedem Grow neue Erde kaufen? Weg damit? Was mache ich damit oder wie mache ich was damit, wenn ich was damit machen will? Ich persönlich, wenn man den Platz hat, wenn man natürlich in einer Großstadt wohnt mit einer kleinen Wohnung, ist es oft blöd. Ansonsten wäre es schön, wenn man zwei Behälter hat, etwas größere, so je nach deiner Grow-Größe natürlich, wo man immer die von einem Behälter die Grow-Erde vom letzten Mal hat, vom vorletzten Mal hat, so dass man die Grow-Erde, dass die immer eine Periode aussetzen kann. Ja? So. Schön ist es übrigens, wenn man dann mal sieht, ich lasse das jetzt mal so stehen, oder warte, ich gehe mit euch ein bisschen nach hier. Das Ding mal so rauskommt, ja. Da weißt du, das ist gut durchgewurzelt. Ja, kannst fast Fußball spielen. So, und diesen Ball entfernt ihr möglichst schön so mit den Fingern von der Erde. So, den anderen. Das bringt auch ein interessantes Muster, oder? Ja, cool. So, das nachher nur noch. Der Wurzelballen überbleibt, ja. Kann man noch ein bisschen mehr machen, ein bisschen mit den Finger reingehen und so. Aber dann war es das irgendwann. Diesen Wurzelballen würde ich jetzt wirklich dann, kann man trocknen, entsorgen oder kleine Kunststücke damit machen. Ja, wie auch immer. Und den Rest der Erde, den bewahre ich mir auf und bereite den wieder auf. Und dazu wollte ich euch noch was Passendes sagen. Ja, und übrigens kann man damit auch noch was Schönes machen. Da sind fast schon die Haare gemacht und da kann man daraus so kleine Skulpturen machen, aber jetzt bestimmt auch andere Ideen. Ja, ich nehme einen Schluck Kaffee. Um die Erde also für den Anbau von Kabelspflanzen wieder aufzubereiten, sind einige Schritte und Materialien erforderlich. Und ich wollte euch die Schritte hier im Detail mal kurz vorzeigen. Ich habe übrigens keinen Sprachfehler. Also, entfernen von Wurzeln und alten Pflanzenresten sollte erstmal der erste Punkt sein. Entferne also alle Wurzeln und Pflanzenreste aus der Erde. Das verhindert auch die Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen, die bereits an der Wurzel stattgefunden haben. Ansonsten auch sowieso sollte man sterilisieren. Ist zwar optional, ich tue es. Das kannst du durch Erhitzen machen, also zum Beispiel zwischen 80 und 90 Grad, so circa 30 Minuten in den Backofen. Allerdings wollen die wenigsten ja so viel Erde im Backofen haben, versaut ja alles. Okay, da gibt es dann diese das ist wie heißer Wasserdampf, womit man das dann besprüht oder durchlüftet. Und dadurch sind dann auch die Bakterien abgestorben. Und dann sollte man natürlich
zur Verbesserung der Bodenstruktur. Kokosfasern empfehle ich nehmen. Das verbessert die Drainage und die Durchlüftung der Erde. Also dass da einfach auch überall besser Luft dran kommt. Dann gibt es auch Perlit. Das verbessert auch nochmal die Luftdurchlässigkeit der Drainage. Und dann gibt es noch das Vermiculit. Das speichert eher Wasser und Nährstoffe. Also ähnlich auch wie Ton oder so, ja, diese Materialien. Ja, dann sollte man natürlich noch hinzufügen, organisches Material, also Kompost, bereichert die Erde mit organischen Stoffen und Nährstoffen, wie zum Beispiel Wurmhumus nehme ich immer ganz gerne, weil es sehr nährstoffreich ist und verbessert wirklich die Bodenstruktur enorm. Ja, Nährstoffe würde ich auch noch hinzufügen, also organische Düngemittel, wie zum Beispiel Fischmehl, Knochenmehl, Blaukorn. Ja, und mineralische Düngemittel würde ich eigentlich nur dran machen, wenn es wirklich auch erforderlich ist. Sprich, wenn ihr einen Mangel praktisch erst an der Pflanze seht, wie zum Beispiel dann mit Calcium oder Magnesium. Man kann es am Anfang ein bisschen damit anreichern. Ich wäre aber zunächst vorsichtig damit. Ja. So, und dann geht es natürlich noch darum, den pH-Wert anzupassen bei der Erde. Ist auch immer sehr wichtig. Der ideale pH-Wert für Cannabis im Anbau liegt ja zwischen 6 und 7. Dolomitkalk übrigens könnt ihr den pH-Wert ein bisschen mit erhöhen, wenn er zu niedrig ist. Und mit Schwefel könnt ihr ihn senken, wenn er ein bisschen zu hoch ist. Ne? Auch sollte man noch hinzufügen Mikroorganismen. So zum Beispiel, ich nehme Mykorrhiza-Pilze. Die unterstützen auf jeden Fall die Wurzelentwicklung und die Nährstoffaufnahme, also die Symbiose in dem Boden oder bei den Bodenbakterien. Ja? Ja, und die helfen noch zusätzlich bei der Zersetzung von dem organischen Material und der Nährstoffverfügbarkeit natürlich. So, also hier nochmal ganz kurz Schritt-für-Schritt-Anleitung. Entfernung der alten Pflanzenreste, Wurzeln weg, Sterilisieren der Erde durch Erhitzen. Dann nochmal Verbesserung der Struktur, also Kokosfasern, Perlit, Vermiculit unter die Erde. Dann Zugabe von organischem Material, also Kompost, Wurmhumus. Dann Nährstoffe und pH-Wert, ergänze also organische und mineralische Düngemittel nach Bedarf und überprüfe bzw. justiere dann nochmal den pH-Wert. Zum Schluss nochmal Mikroorganismen. Ja, und dann seid ihr eigentlich gut gewappnet, um den nächsten Vorgang zu machen. Also diese Schritte bereitest du die Erde optimal für den Anbau der Cannabispflanzen wieder auf. Es ist übrigens wichtig, auch die Erde regelmäßig zu testen und bei Bedarf dann wieder anzupassen, weil die Werte können sich auch verändern bei zu langer Lagerung zum Beispiel. Ich würde das Ganze aber auch nicht öfter als 2-3 Mal machen, dann würde ich es erst wieder mindestens 2 Durchgänge liegen lassen und mit Würmern bearbeiten, damit ja auch da eine Pause in der Erde ist und das wieder mehr Zeit hat, sich zu regulieren. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt legal und ich freue mich auf eure Kommentare und wie ihr das so handhabt mit eurer Erde. Bis dahin.